Das finnische Bildungssystem gilt als eines der besten der Welt. Genau darum bin ich in Rovaniemi, Finnland, und ich möchte herausfinden, warum das so ist. Hi, mein Name ist Marco, ich bin Lehrer in Bayern und aktuell in Finnland. Ich habe hier Schulen vor Ort besucht und Lehrer bei ihrer Arbeit begleitet. In diesem Video soll es zunächst mal um die Struktur des finnischen Bildungssystems gehen. Die Einschulung in Finnland beginnt mit 7 Jahren. Zuvor findet ein Jahr Vorschule statt. Dann folgt die Grundschule von den Jahrgangsstufen 1 bis 6. Hier gilt das Klassleiterprinzip, das heißt eine Lehrkraft, die fast alle Fächer unterrichtet, außer Fächer wie Kunst, Handwerken oder Musik und Sport. Eine Klassenlehrkraft hat eine Klasse maximal für 3 Jahre. Ab der 7. Klasse bis hin zur 9. gilt das Klassleiterprinzip dann nicht mehr. Nach der 9. Klasse geht es weiter entweder auf die Highschool. Die Highschool bereitet vor auf ein Studium oder es geht auf berufsvorbereitende Schulen. Das heißt, es gibt eine Schule für alle bis einschließlich der 9. Klasse. Erst dann wird aufgeteilt. Es gilt das Bottom-up-Prinzip. Das bedeutet, die Lehrer und die Schulen haben große Freiheiten und große Autonomie. Die Lehrer können die Curricula sehr frei gestalten. Das Curriculum wird nur grob vorgegeben. Die Einzelheiten können die Lehrkräfte selber entscheiden. Die Notengebung in Finnland erfolgt anders. Sie haben ein Notensystem von den Zahlen 4 bis 10. Aber es ist trotzdem kein Vergleich zu dem deutschen Schulsystem, weil keine permanente Bewertung und Beurteilung erfolgt, sondern auch in der Notengebung sind die Lehrkräfte sehr frei. Das heißt, sie können frei entscheiden, wie, wann oder wie viele Proben und so weiter geschrieben werden. Das finnische Bildungssystem gilt als sozial gerecht und gleichzeitig sehr leistungsstark. Für die Leistungsstärke könnte ein möglicher Grund sein das SEN-System der finnischen Schulen. Also SEN steht für Special Education Needs. Wie sieht der SEN-Unterricht aus? Das Ganze ist in 3 Stufen unterteilt. Den General Support, den erhält jeder Lernende. Der Special Support für Schüler, die mehr Unterstützung brauchen. Und dann gibt es noch den Intensive Support. Das heißt, es wird je nach den Bedürfnissen der Lernenden ein gewisser Grad an Unterstützung geboten. Und hier sieht das Ganze so aus, dass besonders in den Fächern Finnisch und Mathematik wirklich gepaukt wird und die Schüler hier in sehr kleinen Gruppen arbeiten und die Grundkompetenzen wirklich eingeschult werden. Gleichzeitig haben wir eine Chancengleichheit. Und Chancengleichheit in Finnland bedeutet nicht, dass ich alle gleich behandle, sondern eben gleiche Chancen herstelle mit dem gerade angesprochenen Grad der Unterstützung. Es wird beispielsweise in Mathematik mit dem gleichen Schulbuch gearbeitet für alle. Es wird nicht über die Materialien differenziert, sondern über den Grad der Unterstützung. Das zeigt sich sehr stark mit dem Personal an der Schule. In der Schule, an der ich hospitieren durfte, waren 40 normale Lehrkräfte tätig, 15 SEN-Teacher und noch 8 School Assistants. Das bedeutet, dass ich in Mathematik zum Beispiel eine Stunde beobachtet habe, in der 4 Personen tätig waren. Es war eine Lehrkraft, 2 Special Education Needs Teacher und dann noch ein School Assistant. Das heißt, wir haben hier einen unglaublichen Personalaufwand, was zu einer sehr angenehmen Lernatmosphäre führt und wirklich auch zu einer sehr guten Unterstützung der Klasse. Ja, wir haben also in Finnland eine Schule für alle. Das finnische Schulsystem zeichnet sich also vor allem aus durch mehr Personen, die in diesem System arbeiten, auch durch ein völlig anderes Mindset dieser Personen. Darauf gehe ich in einem anderen Video drauf ein. Und auch ein System, das diese Personen unterstützt. Die Personen genießen volles Vertrauen, zum einen vom System, vom Direktor und auch von den Eltern. Es ist natürlich die Frage, woher kommt dieses Vertrauen? Und auch das werde ich in einem anderen Video erklären. Ein Punkt davon ist auf jeden Fall auch die Lehrkraftausbildung. Und zwar ist es in Finnland nicht leicht, Lehrer zu werden. Es ist so, dass zu dem Lehramtsstudium nur zugelassen wird, der bestimmte Test besteht und auch Interviews. Das heißt, dann folgt eine 6-jährige Ausbildung an einer Universität zusammen mit einer Schule, die an die Universität angebunden ist. Und ein Punkt ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Das System in Finnland zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass nicht ständig beurteilt, verurteilt und bewertet wird. Ja, abschließend möchte ich sagen, welche 3 Unterschiede mir aufgefallen sind, die für mich
am gravierendsten sind zum deutschen Schulsystem. Zum einen ist es diese langfristige gemeinsame Vision von Bildung, was eigentlich ist guter Unterricht, was ist gute Erziehung und Bildung. Zweitens die Lehrkraftausbildung. Finnland legt sehr hohen Wert auf die Ausbildung und auch auf die Auswahl der Lehrkräfte. Drittens, es findet keine ständige Bewertung, Beurteilung, Benotung statt. Es gibt zwar diese Noten, aber die werden nur sporadisch eingesetzt und auch sehr individuell. Allgemein wird ständig Feedback gegeben, aber immer auf der Aufgabenebene oder auf der Ebene der Selbstregulation und nicht so sehr auf der Basis von Noten. Weil auch zu anderen Studiengängen gibt es keinen NC oder dergleichen, sondern es findet immer ein Test statt oder Interviews und erst dann werde ich zugelassen zu einem Studium. Das heißt, ich werde nicht irgendwie in eine Kaste gestellt, wenn ich jetzt gewisse Noten habe. Und viertens, das ist die Folge davon, dass dieses System und die Menschen darin so sind, wie sie sind. Es sind viel mehr Menschen darin tätig, also in einer Klasse, die zum Beispiel sehr auffällig ist oder sehr, sehr hohen Förderbedarf hat, sind eben bis zu 4 Personen tätig und nicht nur eine Lehrkraft.